Jo Leute, grüß euch. Ich möchte euch jetzt einmal eine peinliche Situation aus meiner Schulzeit erzählen. Und ich muss jetzt aber auch gleich einmal im Voraus sagen, ich war damals knapp an der Magersucht, weil ich nicht mehr wachsen wollte. Ich war damals sehr, sehr dünn und habe durch meine Wachstumsschübe einen Rundrücken gehabt. Im Turnunterricht habe ich einen sehr revierten Lehrer gehabt, einen sehr, sehr strengen Lehrer gehabt. Und er hat nicht gesagt, so, jetzt machen wir das und das, sondern Burschen angetreten, nach der Reihe, und in dem Fall unter die Langbank, durchrutschen. Tja, und da ist es passiert. Ich war bis zum Bauch unter der Langbank und dann habe ich einen Wachstumsschub gehabt. Jetzt bin ich da drinnen festgesteckt. Zu dritt haben sie mir aushelfen müssen. Und der Lehrer hat nichts Besseres zum Tag gehabt, als wie dann zu mir zu sagen: So, Michael, 5 Runden laufen. Und dann habe ich das natürlich auch gemacht und dann wäre ich dran war, dass ich irgendwo durchkraxelt ist, also das war am nächsten Tag, ist wieder angekommen, ein Wachstumsschub. Und ein Mitschüler hat dann zu mir gesagt: Hey, Quasimodo, wieso gehst du nicht, wieso bist du nur nicht drüben im Glockenturm? Du bist ja eh schon so groß. Ich war damals für mein Alter einer von den Größeren. Dünn, aber groß. Daher habe ich auch den weiteren Spitznamen Bohnenstange gehabt oder Soletti. Und ich war körperlich eher schwach. Aber, und dafür bin ich auch meinem Stiefvater irrsinnig dankbar, er ist am nächsten Tag gekommen und hat sich diesem Burschen einmal vorgeknöpft. Er ist, wie gesagt, in die Klasse gekommen, hat zu mir gesagt: Wer war das? Ich habe auf den Stärksten von alle gezeigt. Und so kam es, wie es kommen musste. Mein Stiefvater hat sich den Burschen nicht nur verbal vorgeknüpft, sondern er hat sich vorher aufgebaut und hat gesagt: So, Bursche, wenn du noch einmal meinen Stiefsohn irgendwie einen Kosenamen oder so gibst, dann passiert da mehr als wie jetzt. Und zwar haben wir ja da eine Garderobe gehabt und er hat ihn auf die Garderobe gehängt. Der Lehrer war damals Klärner aus meinem Stiefvater und hat mir jetzt dann natürlich eine Zeitung nicht runtergebracht. Das Resultat von dem Ganzen war allerdings, dass ich nach der Schule mit nicht nur einem blauen Auge heimgegangen bin, sondern auch mit ein paar geprellten Rippen. Und ich habe noch weitere Wachstumsschübe während Untertags gehabt. Das war so eine Krankheit, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich habe damals auch darauf geachtet, dass ich ja wenig esse, sodass ich die Wachstumsschübe vermeide. Aber ihr wisst, wie das ist, wenn man jugendlich ist. Man kann es nicht. Mittlerweile bin ich froh, dass ich so groß bin. Und wenn ich so eine Geschichte erzähle, dann will ich kein Mitleid oder was, sondern dann denke ich mir einfach einmal, das interessiert die Leute. Und manche von euch werden auch Wachstumsschübe untertags haben. Und ihr braucht euch dafür nicht zu schämen. Ganz ehrlich. Seid froh, dass wächst. Seid froh, dass es nicht stehen bleibt. In meinem Alter ist es jetzt natürlich schon so, dass ich nicht mehr wächst. Ich meine, ich werde zwar intelligenter und schlauer, aber körperlich bleibe ich 1,81 Meter, trotz Rundrücken. Und ich bin einer von 3% der Mitschüler, die nicht im Knast sitzen, sondern die einen Beruf lernen, die arbeiten gehen.
könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal sowas oder sowas Ähnliches erlebt habt. Danke fürs Zuschauen. Über ein Like, eure Kommentare und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.